Hallo zusammen, ich habe heute mal keinen Kühlschrank fürs Wohnmobil. Auch nicht 12 Volt, sondern 24 Volt. Und das ist ein Tiefkühlschrank. Technik ist die gleiche, Tür auf. Ich kann umbanden, Kühlschrank auf rechts oder links. Und ich habe hier einzelne Fächer, dass die Kälte drin bleibt. Und ich habe hier hinten einen mechanischen Thermostaten zum Einstellen zwischen minus 15 Grad bis minus 25 Grad. Und ich habe als Option einen Digitalthermostaten. Kostet ein bisschen Aufpreis, ich kann den dann montieren extern und somit kann ich die Temperatur zwischen plus 50 und minus 50 Grad regulieren, obwohl es nicht erreicht. Ich kann dann diesen Kühlschrank auch, diesen Tiefkühler auch als Kühlschrank verwenden. Und das Beste ist natürlich, wir schauen das auf dem Datenblatt an, das ist der 55 GS. Wenn ich den von 5 Grad und 25 Grad Außentemperatur betreibe, hat er nur einen Energieverbrauch von 6,9 Watt. Also das heißt, das ist ein super energiesparender Kühlschrank. Und ich kann ihn umstellen auf Tiefkühlung. Weiter haben wir natürlich auch viele Optionen. Ich habe GT. Das ist was ganz Spezielles. Kriegt ihr nur bei Wemo. Und zwar Standard ist hier ein BD35 drauf. Ein Standard Kühlschrankkompressor und wir setzen hier den BD80 drauf mit dem Tiefkühlkältemittel. Dann geht der Kühlschrank runter auf minus 35 Grad. Das ist aber nicht mal wichtig, sondern auch bei hohen Außentemperaturen schaffen wir die minus 20. Und wir haben eine Gefrierleistung von 5 Kilo am Tag. Das geht dann in die Richtung, Leute wollen nach Norwegen gehen zum Fischen und ich will da noch einen Fisch einfrieren. Oder sowas in die Richtung. Also ich habe richtig Gefrierleistung mit einer starken Kühlmaschine. Dann habe ich Vorrangschaltung auf 230 Volt. Das kennt ihr, Kühlschrank läuft nur 1224. Und ich könnte den mit Vorrang haben auf 230 Volt. Weiter im Katalog, den verlinke ich euch natürlich unten dran, ist der Digitalthermostat und Kupplung und längere Leitung. Dieses Aggregat ist extern. Das heißt, das ist los, ich kann es irgendwo hinstellen, runter in die Bilge und so weiter. Standard sind 1,5 Meter Leitung. Wenn ihr sagt, ich brauche 3 Meter Leitung oder 10 Meter Leitung, kriegt ihr 10 Meter Leitung. Ist kein Thema. Sache vom Abschneiden. Und dann gibt es Kupplungen, wenn ihr zum Beispiel mit der Leitung durch einen Schott durchfahren möchtet oder durch den Boden, dann gibt es ein Loch in der Größe, dass diese Kupplungen durchs Loch durchgehen, die kann man auch versetzt durchschieben, 5 cm Durchmesser und dann kann ich das hinten dran wieder montieren. Es gibt noch einen Einbaurahmen dazu, den zeige ich euch jetzt nicht. Das ist der gleiche wie vom 76er. Aber hier zeige ich euch dann eine Kombination zwischen dem Kühlschrank, Tiefkühlschrank und einem Kühlschrank. Müsst ihr euch anschauen. Weiter haben wir noch den GS30, der ist breiter, kleiner und noch einen viel größeren. Das ist der 110er, das verlinke ich euch hier unten. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.